Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spider-Man. Wir gehen auch gleich wieder in die Action. Überall ist Randale, Radau, etc. Alle gehen uns auf den Senkel. Überall sind Basen, überall ist Sable und geht einen auf die Nüsse. Und hier brennt scheinbar alles, was nicht gut ist. Und... Peter, Feuerwehr und Rettungsdienst sind unterwegs. Hier ist ein Notausgang, der... MJ, lass es! Sonst muss ich dich auch noch retten. Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe. May! May! Mia! Wir sind hier drüben! Tante May, ich hab sie. Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! So weit weg! Moment! Dann macht euch bereit! Komm schon, du blödes... Na los, May, ich hab dich. Oh mein Gott. Los, los. Miles, komm schon. Irgendwann ist es dann halt doch zu viel, ne? Weil sowas hätte er normalerweise vorher locker gemacht. Und warum blinkt mein Drucker? Papier überprüfen. Ich wollte doch gar nichts drucken. Ist May okay? Alle in Sicherheit. MJ, wenn du unmeins nicht gewesen wärst. So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Oh, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey, ich wusste nicht, ob still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, MJ. Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas, aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles, du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich revanchiere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas?
Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer. Bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Oh, geil. Oh, Teile. Ich sitze genau auf einem Kimping-Versteck. Und 31, jetzt können wir noch das letzte freischalten. Fertigkeiten. So, 100%. Innovator. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Yuri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Tja. Jetzt bin ich gespannt. Wie wollen sie das haben? Warum entwickeln die auch nicht gleichen Heilmittel, diese dämlichen Spastis, Alter? Wenn man schon so ein Virus entwickelt, also der ohne Biowaffe ist, kann man doch auch gleich mal sagen, ey, komm, ich könnte jetzt einfach mein Heilmittel... Oh, Mann. Berichten zufolge hat Martin Lee in letzter Zeit neben seltsamen Fähigkeiten auch eine beinahe gespaltene Persönlichkeit gezeigt. Das ist Unfug und eindeutig ein Versuch, ihn der Verantwortung für seine Verbrechen zu entziehen. Nur ein Idiot würde glauben, dass er einmal Mr. Positive ist und den Armen mit einem Lächeln hilft und dann wieder Mr. Negative, der... Moment mal! Negative! Du Genie! Jared, du Genie! Sofort rechtlich schützen lassen! Wie ich eben sagte, war Martin Lees böse Seite, oder wie ihn mittlerweile alle nennen, Mr. Negative schuld am Bombenattentat auf das Rathaus. Der Name ist scheiße. Ganz einfach. Mr. Negative. Hast du das hier gesehen? Hä? Dachte, es kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht gibt es ja Rückstände. Was heißt das? Oh, das ist gleich hier. Oh. Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Hä? Unbekanntes... Tierreiche Liedersequenz. Ah. Vielversprechend. Wir brauchen eine Dasse. Wir brauchen eine... Dasse? Nein. Wir brauchen eine Dasse. Dann, wir brauchen eine Dasse. Und wir brauchen eine Dasse. Boah, bin ich gut, Mann. Ich kann Rechtecke verschieben. Oskorps modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Die Spur führt hoch in das Gebäude. Ach was. Und... Die Spur springt zum nächsten Gebäude. Und weiter rennen. Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Okay. Meine Abschlussarbeit in Neurotechnologie. Hä, nein, das wollte ich gerade anschauen. Gedämpftes Licht? Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Ah. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt?
Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Ja, willst du mich verarschen? Doch nicht so schnell, Mann. Das ist... Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Ja, und jetzt? Was soll denn das alles? Oh fuck! Willst du mich verarschen? Was hat denn hier alles? Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Ja, und hat sie Schwächen? Norman. Egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Du meinst den Green Goblin oder... Ja, ein Goblin war es, ne? Mac Gargan. Auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Okay. Nicht sehr gut. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Genau, das ist das Problem. Der kann vor jedem von diesen Idioten die Probleme wahrscheinlich lösen. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Alter, sauber. Oh. Electro steht voll unter Strom. Besser und schneller. Max. Ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Okay. Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Wow, das ist halt die Arschkarte. Du hast ein super Genie. Was ist das? Ah, mit was man das durchdringen kann, oder was? Was ist das denn? Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe... UV-Licht. Ah. Hm, nichts passiert. Wie kriege ich diese Lampe an? Und da lang, da lang, da lang, da lang. Geschafft. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Electro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an? Und warum? Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt.
Der gehört ebenfalls aus Korb. Super. Wir freuen uns natürlich alle, dass diese ganzen verrückten Idioten noch unterwegs sind. Was ist das da? Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft. Aber Otto brauchte nur Tage. Hä? Ach, der ist in seinem Anzug gefangen, oder was? Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst den Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Ikarus, das ist es. Hä? Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Ikarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Ikarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey! Pete, bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsatemlabor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Teamwork ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar. Wie Spider-Man zu töten. Na komm schon. Das scheiß Batterie. Das erwärmt Elektro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Kann ich Sachen auf den werfen? Endlich. Jetzt ach so. Kann ich nah an ihn ran. Ich kann ihn treffen, wenn ich auf den Transformator schieße. Wie fühlt sich das an, wenn man so komplett überfordert ist? Wie? Du bist dran! Hey, Adrian! Ich bin Spider-Man! Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze! Unsere Fehde endet heute, Insekt! Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen! Mann, da habe ich echt was missverstanden! Wow! Alter! Behindertes Glühwürmchen. Ach warte, das kann ich scheinbar nehmen. Du kleines Arschloch. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Hör doch mal auf, aufzuweichen! Das war pures Glück! Werden wir schon sehen, was pures Glück ist. Wow!
Ah, ich muss auf jeden Fall nah dran sein, wenn er das macht. Spider-Man! Ich muss dich vernichten! Super! Du hast meinen Witz kapiert! Damit versüßt du mir wirklich den Tag! Danke dafür! Wow! Mal im Ernst, es war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Verblüfft, wie weit man mit Teamwork kommen kann, was? Ja, aber ihr nervt, Alter. Der Lern der Jugend, die Weisheit der Erfahrung, eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser, klar. Hat er den gerade getroffen, Alter? So, du bist mal dran. Oh, der andere Spacko will auch mit. Alter. Oh. Ja, kleine Elektro-Bitch, Alter. Scheiß Pikachu. Wow. Ausweichen. Er hat keine Chance. Ja, ja, wir packen das. Ah, du Nervensäge. Ich will ja nicht unken, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Boah, fuck, den habe ich vergessen, dass der... Komm her, Bitch. Kannst du das bitte endlich erlegen, Alter? Oh, du nervst so, Junge, Alter. Hä? Übrig. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Ein Dutzend Mal? Adrian! Einmal zu oft! Das hier ist dein letzter Walzer! Komm schon, schieß mit deinen scheiß komischen Dingern auf mich! Halt still! Halt doch du still! Und nicht Ende so Gelände! Electro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen. Na, ist klar, dass dem irgendwann die Puste ausgeht, Alter. Fighten, fighten, fighten. Erst Strikers, dann dies, dann da. Dann ist er total vermöbelt worden. Dann war er einen Tag im Krankenhaus, Alter. Dann ist er wieder abgehauen. Dann kämpft er gegen die Nächsten. Dann haut er da wieder alle drauf, Alter. Boah, irgendwann... Wie spät. Oh Mann. Und wo sind die fucking Avengers, Mann? Weißt du? Ich muss Yuri Bescheid sagen. Yuri, Malcha und Electro sind erledigt. Jetzt noch vier. Hab's gesehen. Und sein Dach an Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius' Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen.
Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst dir wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Ach ja. Immer zu tun, immer zu tun. So. Ich sollte Miles anrufen. Hey Pete, alles okay? Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tue lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tue mein Bestes. Danke, Miles. Grüß May von mir. Und passt auf. Puh, so, also, das war wieder eine anstrengende Folge von Spider-Man. 2 sind erledigt, 4 fehlen noch. Jetzt muss ich... 43. Nein, ihr könnt mich mal. Also gut, ich bedanke mich jetzt mal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Spider-Man. Macht's gut und Servus.